Nehme ich vielleicht doch was für. Hast du eine Uhr da? Dann haben wir nämlich vielleicht doch was für. Nein, für ja. Du musst aber wenigstens ganz leise Hallo sagen. Wir können aber nicht so laut, sonst. Wir legen ja Wert auf unsere Anonymität. Sonst wirken wir auch merkwürdig, denn wenn wir. Man ist ja laut. Hallo, liebe Damen und Herren. Obwohl, wir könnten hier uns hinstellen und gleich hier mit Publikum. Ach so, dann mit Fragen dabei. Ach, sind vielleicht keine Soziologen, sind irgendwie Betriebswirtschaftler, dann kriegen wir aufs Maul. Ich komme von der Schause. Begrüß mal. Ich weiß nicht, ist allein nicht das reicht, soll dieses Gespräch nicht als Begrüßung einfach reichen? Das meinst du, weil es so ein besonderes Gespräch das ist? Aus einer Cafeteria heraus. Nee, ich meine jetzt auch, das was wir gerade, das ist so eine Meta-Begrüßung. Wir begrüßen, indem wir über das Begrüßen reden. Ach so, aber dann muss der Vorspann ja schon gelaufen sein. Ich habe den gar nicht. Ja, jedenfalls waren wir in einem. Wo waren wir? Nee, das dürfen wir gar nicht verraten. Dann wissen die, wer wir sind. Wir waren in einem Seminar. Ja. In Bielefeld. Wir verraten aber nicht in welchen. Sonst kommen die Fans, die zwei Groupies. ja, aber wir haben über Kommunikation gerade geredet. Mhm. Und erstmal müssen wir sagen, warum hier so komisch, das ist eine Notfallaufnahme. Die Technik, ja, kann ich mich da rausreden, indem ich sage, die Technik der letzten drei Aufnahmen gescheitert? Also man kann der Technik, zur Not kann man der Technik schon die Schuld geben. Sie hatte die falsche Einstellung, muss man so sagen. Sie ist einfach mit der falschen Einstellung an die ganze Sache. Und da haben wir für 3 Wochen vorproduziert und rauskam nichts. Und jetzt müssen wir, weil ich versprochen habe, Sonntag wird gesendet. Und jetzt ist es so, du erinnerst dich ja nicht. Nein. An den Herrn Kusanowski, der bei uns zu Gast war. Ach so, doch, klar, an den darf ich mich erinnern. Ja, aber das letzte Mal, ja. Da warst du nicht da, da habe ich die Moderation übernommen. Und ich sage dir nie wieder, ich mache nie wieder Moderation, die haben alles zerkloppt, die haben sich gestritten, die haben sich geprügelt und ich habe denen versprochen, dass die nochmal reinkommen dürfen, aber das übernimmst du dann. Du nimmst dann einfach an, dass es bei mir irgendwie besser laufen würde. Vielleicht mische ich mich da ein und klopf mich einfach mit in den Kloppen wir uns zu dritt. Aber ist ja auch mal was. Podcast-Prügelei. Und naja, wie auch immer. Und jetzt mobben die mich, die Systemtheoretiker, auf Twitter mit Systemtheorie. Ja. Und der Kusanowski, der mobbt mich, indem er immer auf die Empirie. In welcher Form denn? Ja, dass die Unvermögen hat und so. Und Das ist eine triviale Feststellung. Toll, du schließt dich dem gleich an. Nee, aber es ist doch, also dass die Unvermögen hat, ja natürlich, aber dessen sind sich doch alle Empiriker bewusst, dass die nicht dahin gehen und eins zu eins die Wirklichkeit abbilden. Ja. Und die Frage ist ja, ob Empirie mit ihren Unvermögen so viel schlechter ist als Systemtheorie mit ihrem Unvermögen. Und Systemtheorie sieht ihr Unvermögen auch ein, macht ja Empirie eigentlich auch. Ein paar Empiriker machen es nicht. Aber also das ist ja auch eine klassische systemtheoretische Unterscheidung, dass wir absehen, also die Teilnehmer sind was anderes als die Kommunikation, die abläuft. Also das System der Empirie, das reflektiert es, aber einzelne Figuren da drin halt eben nicht. Und jetzt habe ich auf Twitter gefragt, so, ich habe ja da nun dummerweise viele Systemtheoretiker durch den Kusanowski Timeline und muss mich damit auseinandersetzen. Und manche, von denen du nicht geglaubt hast, haben sich dann auch geoutet als Systemtheoretiker. Das ist unglaublich, wer alles Betroffener ist letztlich. Und, ich habe mal angefragt, was denn so Kommunikation ist in der Systemtheorie, weil in einem
in einem Seminar, kann ich mich erinnern, von Georg Simmel. Da hatten wir diskutiert, bei Simmel ist ja Wechselwirkung das Maß aller Dinge. Das Soziale ist Wechselwirkung und Soziologie muss Wechselwirkung untersuchen. Mhm. Nicht die Menschen, nicht das, was in den Köpfen ist, sondern das, was zwischen den Menschen, zwischen Institutionen, zwischen Akteuren stattfindet, was dort wechselt. Und das geht ja so ein bisschen in die, ins Kommunikationsmodell, glaube ich, von Luhmann, was ich nicht verstehe, was du mir noch erklären kannst, weil dort auch nicht auf die Menschen referiert wird, sondern auf das, was vielleicht zwischen den Systemen und so stattfindet. Und da war mal die Frage, jemand, der mit Schamanen oder mit Verstorbenen kommuniziert, also bei Simmel war das noch Wechselwirkung. Ist das eine Art Wechselwirkung, eine soziale, oder ist das nicht? Weil er ja letztlich aus unserem Glaubenssystem in sich selbst verharrt. Ja, ich würde tatsächlich sagen, das kommt darauf an, also bei Luhmann selbst, wenn ich mich richtig erinnere, Luhmann schreibt noch, dass das, oder mit Kommunikation zustande kommt, müssen zwei sich gegenseitig intransparente Systeme vorhanden sein. Aha. Also zwei müssen vorhanden sein. Das hieße ja, dass eine Kommunikation mit deinen Urahnen, ne, in unserem Glaubenssystem zumindest, nicht funktioniert. Weil das in Schriftform halt. Also wenn verstorbene Bücher geschrieben haben, also weil das Buch eines Verstorbenen, das funktioniert halt als Kommunikation, weil der ist zwar schon tot und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt mit dem als Person kommuniziere, bloß ich herstelle, dass diesem, was da geschrieben ist, naja, dass da halt dieses intransparente System zugrunde liegt, was diese Person oder der Autor war. Und kann deswegen, und deswegen kann daran angeschlossen werden, zu einem beliebigen Zeitpunkt. Also im Prinzip dann aber auch in. Willst du da auf den Tisch klopfen? Oh, ich habe mich in Rage, Rage geklopft. Einmal noch. Okay. Genau. Aber. Ich habe ja nicht umsonst gesagt Glaubenssystem, weil in unserem Glaubenssystem kannst du nicht kommunizieren mit den Urahnen. Ja. Du kannst es aber in Japan und in vielen schamanischen Kulturen, kannst du mit den Urahnen, die würden davon ausgehen, es gibt dann ja zwei Systeme, nämlich das der verstorbenen Geister, das Geistersystem auf der einen Seite und unseres sozusagen. Ja, ich würde tatsächlich... Sonst würde nämlich, also dass wir Herr Kusanowski und Herr Luhmann und so, die lehnen ja Empirie ab, sage ich mal böse. Okay. Und sonst, wenn die sagen würden, Geister gelten nicht als System, dann würde sie sich ja auf Empirie berufen, weil nur durch empirische, naturwissenschaftliche Forschung wir zu dem Stand gekommen sind, dass es Geister nicht gibt. Wenn Sie das ablehnen und sagen, die Systemtheorie ist unabhängig von diesen empirischen Erkenntnissen, dann müssen Sie auch setzen, dass im Kulturkreis auch so etwas als System gesetzt werden kann, was für uns völlig absurd ist. Ja, also ich würde sagen, das geht. Mhm. Also weil ich auch sagen würde, also es müssen ja auch nicht unbedingt die Systeme, die müssen nicht nur sich gegenseitig intransparent sein, sondern es müssen auch autopoetische Systeme sein. Das heißt? Sich dagegen stehen, also die sich selber organisieren. Mhm. Also die sich im Prinzip durch den Vollzug ihrer Operation halt selber konstituieren, wie das auch bei Kommunikation gedacht wird. Also deswegen kann man halt, wenn Kommunikation endet, dann kann man sie auch nicht wiederbeleben. Weil, also kann man vielleicht neue Kommunikation, aber nicht das, und man kann sie auch nicht mehr erkennen, weil ein autopoetisches System ist halt da oder es ist nicht da. Und es ist nur so lange da, solange es auch operiert. Und wenn es aufhört zu operieren, dann ist es auch weg. Ach so, mit der, also und System, also Kommunikation ist der Träger quasi des Systems. Das ist die Operation des Systems. Und mit der Kommunikation erstirbt dann das System. Wenn die Kommunikation aufhören würde, also solange weiter kommuniziert wird, gibt es halt soziale Systeme. Und der Herr Kusanowski und der Frank, die beim letzten Mal da waren, die haben sich darüber gestritten, ob die Schweigeminute quasi eine Unterbrechung der Kommunikation aus naturwissenschaftlicher Sicht, ne? Es passiert erstmal nichts so, Frank. Und dagegen der Kusanowski, nee, das ist die Fortführung der Kommunikation. Und ich würde da auch Kusanowski zustimmen. Ja.
weil die Kommunikation... Du bist ja auch Systemtheoretiker. Ja, aber die Kommunikation ist eben nicht halt vom physischen Träger abhängig, sondern Kommunikation wird bei Systemtheorie im Gegensatz, glaube ich, zu ziemlich allen anderen Kommunikationsmodellen, wird immer rückwärts gebaut, und zwar vom Verstehen her. Wobei, das Witzige ist, tatsächlich glaube ich, Kommunikation ist eine Lehrformel. Und zwar nicht im Sinne von, der Begriff bedeutet nichts, sondern er bezeichnet eine dreifache Lehrformel. Denn das hast du wahrscheinlich auch noch, diese Kommunikation ist diese dreifache Selektion aus Senden, Mitteilung, Information und Verstehen. Okay. Und das Verstehen ist im Prinzip, dass festgestellt wird, dass es einen Unterschied zwischen der Information und der Mitteilung gibt. Na, also wenn du nach draußen gehst, es ist kalt, dann sagst du nicht, das Wetter hat jetzt gerade mit mir kommuniziert, so, weil du dem nicht unterstellst, dass diese reine Information, welche ist, es ist kalt draußen, was ja eine Information ist, wenn du es vorher nicht wusstest. Ja. Wenn du sagst, das gibt einen Grund, also das bedeutet mehr, als dass es einfach nur kalt ist. Und Moment, wo waren wir jetzt? Wir waren, ich habe es auch... Genau, drei Leerstellen. Ja, drei Leerstellen. Leerstelle, Kommunikation. Genau, aber es reicht auch, dass es diese Leerstellen sind, weil wenn ich etwas sage und ich als Person, wenn Kommunikation und so Umwelt für mich ist, ich habe aber den Wunsch zu kommunizieren, ne, und ich sage was und ich produziere diesen Unterschied zwischen Information und Mitteilung. Bloß, du kannst mir ja nicht in den Kopf gucken. Du unterstellst mir, weil ich ein dir intransparentes System bin, das halt so autopoetisch organisiert ist, unterstellst du mir, dass meine Information noch irgendwie eine Motivation, eine Absicht, eine Intention, genau, noch dabei hat. Also das, was ich dir sage, nicht einfach nur die Information ist, was da kommt. Okay, verstehe. Und die Kommunikation ist dann einfach nur das Verstehen, dass das der Unterschied ist. Diese Leerstellen, die dann transportiert werden, von dir wieder gefüllt, in gewisser Weise. Aber dann brauche ich doch überhaupt kein zweites System. Dann reicht doch ein. Ach nee, du meinst, System ist ja dann. Wir sprechen ja von sozialen Systemen. Genau. Und die bestehen ja aus Kommunikation. Das heißt, die sind ja abhängig dann von zwei Kommunikationsträgern im weitesten Sinn oder vom psychischen System. Genau, die sind davon abhängig. Das heißt, ich bin ja nicht das soziale System, das kommuniziert mit was anderem. Das heißt, ich kann, wenn ich mit meinen Urahnen rede, ein soziales System herstellen quasi, weil Kommunikation dann stattfindet. Naja, also Kommunikation ist ja auch, also wir als Menschen, wir können ja nicht kommunizieren. So, ne? Das stimmt auch wieder. Also es ist das halt, habe ich in der letzten Folge dann auch gemerkt. Das geht einfach nicht. Das ist ja das, ist was dann, wenn so ein soziales System existiert, was dann einfach passiert, was wir dann wahrnehmen können, so, und wo wir dann versuchen können, Einfluss drauf zu nehmen. Ich möchte nicht sagen, also deprimieren sowieso nicht, aber man möchte ja, merkst du ja, wenn du irgendwie halt dich in ein Gespräch begibst, so, du möchtest ja nicht einfach nur, gehst ja nicht rein und sagst, ich sag jetzt irgendwas, naja, ich habe ja sowieso keinen Einfluss, was damit passiert, sondern du möchtest ja was damit erreichen. Ah, Moment, da, so hast du bei einem Podcast hast du das aber genau so formuliert. Wir senden jetzt irgendwas in die Welt mit unserem Podcast, und was damit passiert, entzieht sich völlig unserer Idee. Ja, das ist ja auch so. Idee. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht was damit wollen, nur weil es. Und wir haben ja auch, weil wir uns in konkreten sozialen Systemen irgendwie befinden, haben wir auch eine Vorstellung darüber, weil diese konkreten sozialen Systeme, die zeichnen sich ja auch teilweise, also zu Großteil über ihre Stabilität aus, dass Dinge tatsächlich erwartbar sind. Wenn ich jemandem Hallo sage, dann kann ich davon ausgehen, dass er mir zurück Hallo sagt oder eine andere Begrüßung. Mhm. Wenn das nicht passiert, dann gibt es aber auch wieder Formen, die das regeln. Also bei Blumer zum Beispiel, so ein Kommunikationssoziologe der frühen Stunde, wo viel qualitative Forschung drauf aufbaut, also viel qualitative Methoden, der hat es dann so beschrieben, dass durch eine Handlung, wie haben wir? Ist noch. Wie viel? Ist noch Zeit. Okay, ist eine halbe Stunde, mehr wollen wir nicht machen. Und durch eine Handlung, du schon. Also du hast Deutungsmuster in der Gesellschaft, was passieren darf, und durch bestimmte Handlungen schränkst du das Feld der Handlung auf der Gegenseite
der andere schränkst du durch deine Handlung ein. Also wie du sagst, wenn du jemand sagst Hallo, zapfst du die Deutungsmuster an und schränkst schon ein, der wird dann nicht irgendwie Kopfstand machen, sondern der wird dann auch Hallo sagen. Und, so. Und wenn er dann wieder was sagt, schränkt er, Hallo, ja, wie geht's, schränkt er dich wieder ein, in dem, was du sagst. Und so entsteht ein immer weiter eingeschränktes, vorhersehbares Kommunikationsding. Ja, weil auch wenn, also ich will sagen, auch wenn man natürlich nicht determinierend eingreifen kann, es kann ja passieren, ich sag Hallo und er erschlägt mich. Das kann ja passieren. Okay, dann. Aber ne, also es ist, also es ist, also ja, determinieren kann ich nicht eingreifen. Das hat Blumer, ich glaube, da müsste man nachlesen, wie er das beschrieben hat, weil so ein Überfall, so Hallo, wie geht's? Ja, wie geht's? Und zack. Ja, aber also ich kann es also nicht, ich kann halt nicht determinieren. Ich es gibt halt so eine gewisse, ja, es wird wahrscheinlich, also ich kann damit rechnen. Nein, das sind Wahrscheinlichkeitsräume. Also das ist ja nicht deterministisch, sondern es sind Wahrscheinlichkeitsräume, die sich zuspitzen. Du gehst zum Arzt und da ist ja sehr zugespitzt, wie die einzelnen Verhaltensweisen sind. Und war das für mich ein plausibleres Kommunikationsmodell als das von Luhmann. Aber ich bin im Lernen. Und vielleicht kannst du mir noch mal ganz schnell erklären, was denn nun Kommunikation ist. Also ich habe gelernt, soziale Systeme entstehen durch Kommunikation. Nee. Wenn soziale Systeme vorhanden sind, wird kommuniziert. Also das, weil ja nichts anderes, okay. Weil ja nichts anderes außer die sozialen Systeme kommunizieren kann. Das heißt, was ist denn vorgeschaltet? Ist das, taucht das gleichzeitig aus oder kann man auf oder kann man sagen, soziales System ist da und dann fängt es an zu kommunizieren? Das ist empirisch, wenn ich es beobachten möchte. Naja, das Ding ist, wenn du beobachtest, dann gibt es schon immer so soziale Systeme. Ich finde es auch müßig, sich über den Ursprung zu unterhalten. Ich glaube, das ist sowieso ein Punkt der ganzen Systemtheorie schon bei. Die geht ja ganz früh zurück auf Durkheim. Und der ging auch davon, dann Parsons und so, die gehen immer davon aus, das System existiert schon. Ja. Niemand hat sich, wie kommt das zustande? Da haben die wahrscheinlich eine Choice, Leute. Können wir irgendwann mal drüber reden, Ideen, wie das zustande kommt. Aber die sind alle nur theoretisch, weil halt keiner dabei war. Und deshalb muss man sich natürlich fragen, ob das sinnvoll ist. Weil du suchst dann über ein Modell, von dem du weißt, dass die Grundannahmen nicht stimmen, aber es erklärt etwas. Und dann nimmst du an, dass es vielleicht damals so stattgefunden haben könnte. Also es ist für mich nicht schlüssig. Das ist im Prinzip genauso, die Frage bei Maturana, was ja Biologe ist, bei dem ganz viel Luhmann angeschlossen hat, halt von dem auch dann so dieser Begriff der Autopoiesis stammt, auch wenn gesagt wird, Luhmann hätte ihn gar nicht verstanden, was Maturana meinte damit. Was aber auch tatsächlich, was man auch sagen kann, ist auch nicht wichtig. Ja. Es reicht ja, wenn das für die Systemtheorie funktioniert, das, was da benutzt wird. Bourdieu wurde auch von niemandem verstanden. Eben. Hat immer gesagt, ihr versteht mich alle nicht. Aber es ist auch überhaupt nicht wichtig und außerdem aus systemtheoretischer Sicht auch triviale Feststellungen. Aber man könnte ja auch genauso fragen dann, ja, wenn Leben auch bei Maturana durch eine Operation, also definiert ist, halt durch Stoffwechsel, ich kenne die genaue Definition nicht. Also Leben ist nicht definierbar, so ist der Stand der Forschung. Im biologischen Sinne? Ja, Biologen können es nicht definieren, wenn du wirklich nachfragst. Also du kannst mit dem Finger drauf zeigen und kannst sagen, Reproduktion, Stoffwechsel, aber die finden dann, wie beim Gender halt, die finden dann Punkte, wo du sagst, da passt es nicht, deine Definition, diese Übergänge. Ja, aber nur von der Sache her wäre es halt genauso merkwürdig zu fragen, halt, ja, was war denn zuerst da, das Leben oder das Lebewesen? Ach so, Ja, okay. Und die Frage lässt sich einfach, lässt sich einfach, glaube ich, auch nicht beantworten, weil das Leben, das kann nur, also wenn es Leben gibt, dann gibt es Lebewesen und wenn es Lebewesen gibt, dann gibt es Leben. Und es ist nicht eins vorm anderen, aber es ist auch einfach, das sind auch analytische Begrifflichkeiten, die der Beschreibung dienen. Und wenn man sich von dem Anspruch löst, jetzt, die Wirklichkeit, so wie sie ist,
halt den Kern der Wahrheit zu beschreiben, dann kann einem sowas auch reichen, dass man einfach nur eine in sich plausible Perspektive entwickelt hat. Also es ist ja auch bei, die Frage war bei Dürkheim, glaube ich, die ihm gestellt wurde, wo kommt die Moral her? Wo kommt die Moral her? Weil er sagt, bei ihm ist ja Moral, was Moral? Also ja, solidarische Moral und was war das? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Und das andere war? Nee, ich habe Dürkheim gerade nicht so verraten. Der hat so verschiedene Solidaritätsbegriffe, aber wie auch immer. Bei ihm ach so, die biologische und die mechanische Moral. Mechanische Solidarität, irgendwie sowas gab es da hier in der Richtung. Okay, ich lasse es drin. Haben wir noch gerettet, den Schwunkel. Und da ist auch die Frage gewesen, wo kommen die denn her? Was immer Ethnologen oder Sozialbiologen fragen wollen. Und ich glaube, der Stand ist so, dass die einfach deshalb da ist, weil ja nicht plötzlich Menschen da waren, die überlegt haben, wie die in der Gesellschaft sich aufbauen wollen, sondern wir sind ja aus den Affen gekommen. Und finde ich eine schöne Formulierung, wir sind ja aus den Affen gekommen. So, ja, und da war ja quasi Gruppenzusammenhalt, also Rudel, das war ja schon da, als wir quasi als der erste Affenmensch kam. Und das heißt, das war ja schon vor den Menschen, deshalb darfst du nicht fragen, wie können Menschen sowas herstellen, wie Gruppenverhalten, sondern du musst fragen, wie können Tiere sowas herstellen, wie Gruppenverhalten, weil da kommen wir auch. Für uns ist es völlig irrelevant. Für uns können wir wie Dürkheim sagen, das war alles schon da. Mhm. Und die Rational Choice Leute, die versuchen halt zu sagen, wie kann Gruppenverhalten funktionieren unter der Annahme, dass jeder egoistisch ist. Die setzen voraus, dass irgendwann Menschen auf den Planeten kamen, also fertige Menschen, und dann sagten Egoisten, und dann sagten, irgendwie müssen wir jetzt zusammenleben. Diese Frage hat sich historisch nie gestellt. Ja. Trotzdem, aber es ist insofern wichtig, weil du kannst dann Computersimulation und mathematische Simulation fahren auf dieser Basis. Mhm. Aber historisch und vom Wahrheitsanspruch und geschichtlich ist es natürlich Quatsch. Aber auch dabei, ich meine, es ist halt ein Begriffsspiel. Es ist halt das der Beschreibung und der Analyse. Es sind halt analytische Begriffe dann. Mhm. Und es hat nichts, und es hat auch nichts wirklich damit zu tun, was jetzt der wirkliche Ursprung ist, sondern naja, was man denn jetzt als analytischen Begriff halt denn irgendwie wohl gebrauchen kann. Ja, na gut, das ist ja auch legitim. Ja, absolut. Nur dann kann man sich auch nicht streiten. Dann kann sich auch nicht Klaus Kusanowski streiten, wie in der letzten Folge, weil für den Frank, für den naturwissenschaftlichen Teil meiner letzten Folge, also ich sag mal meiner, weil die ist so gescheitert, die will ich dir nicht als, die steht so abseits unserer sonstigen Sachen. Und, aber was heißt gescheitert? Ich meine, dieser Kritik, 1968 Kritik-Podcast, der hat es ja aufgenommen, hat eine ganze Folge draus gemacht. Mhm. Da will ich auch nochmal das selbst reflektieren, beziehungsweise du musst das dann machen, wenn die beiden kommen. Ich bleib dann draußen. Und dann könnt ihr nochmal drauf eingehen, auf den Kritikbegriff, weil die fanden es ganz interessant, dass Kusanowski solche Brüche in der Kommunikation hergestellt hat. Aber ist denn dann die Kritik, die er an Frank, den Naturwissenschaftler, gestellt hat, gerechtfertigt, wenn man unterstellt, dass jeder diese Begrifflichkeiten verwenden darf, die für seine Anliegen halt die beste Funktionalität haben? Und ich weiß nicht, ob die Begrifflichkeiten eines Systemtheoretikers einem Naturwissenschaftler weiterhelfen in seiner täglichen Arbeit. Also ob die Atombombe hätte gebaut werden können. Die Sache von ist, Luhmann oder von einem Physiker, der sich intensiv mit Luhmann beschäftigt. Ich glaube ja, weil es tatsächlich, glaube ich, für die naturwissenschaftliche Arbeit gar nicht so zentral ist, ob eine Schweigeminute jetzt den Abbruch einer Kommunikation oder die Fortsetzung einer Kommunikation bedeutet. Nee, aber die Sache ist ja auch die, wir treten ja nicht, es gibt ja in der Systemtheorie dann auch sowas wie Funktionssysteme, die dann halt sehr, sehr klar trennen, also die dann ein Funktionssystem, das nur Wissenschaft behandelt, nach dem Code war, unwahr, oder ein System,
was denn nur die, also das ökonomische System, was denn nur nach dem Code ökonomisch, nicht ökonomisch. Zahlen, glaube ich, Zahlen oder nicht, ja. Zahlen oder so, ne? Ja, es ist richtig. Was gibt's noch? Es gibt noch eine Reihe von anderen, aber es ist auch nicht. Das Religiöse, glaube ich, ist. Intendenz und Transzendenz und Immanenz. Ach ja? Ja, ja. Ich dachte so, ja. Aber okay, es ist auch gar nicht entscheidend, wie viele es gibt oder so weiter und so weiter. Bloß wir treten ja nicht als Avatare von Funktionssystemen auf. Und auch nicht als Avatare der Programme von irgendwelchen Codes. So, und deswegen ist natürlich in der Situation, und da treffen jetzt zwei verschiedene Perspektiven oder Beobachtungsweisen aufeinander, wie soziales Verhalten beobachtet wurde. Das ist jetzt nun mal, sag ich mal, das bezieht sich ja auf die gleiche Unterscheidung, was ist, also beziehungsweise auf den gleichen Beschreibungsgegenstand, fertigt aber differenzierende Beschreibungen. Und es ist halt völlig selbstverständlich irgendwie, dass wenn man sich nicht gegenseitig dann ignoriert, dass man in einen Streit gerät. Okay, also wer, aber da hat er ja recht, weil er sagt immer, der Kusanowski sagt, die Leute vermeiden den Streit, indem sie sich entweder ignorieren oder sagen, das ist halt meine Meinung. Ja. Das ist ja auch eine Art von Ignorieren dann. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist aber auch, das ist zwar sehr bequem, aber ich finde das sehr unbefriedigend, weil. Ich habe nämlich eine ethische Diskussion verfolgt letztens, und da hieß es Polizeiethik. Wir haben ja unser gescheitertes Gespräch war mit einem Kriminologen, und das holen wir mal nach, aber da war ein Punkt dann Polizeiethik, und da hieß es, da sagt der Polizist, nicht unser Kriminologe, sondern im Radio sagte, er trennt sich so emotional von dem Geschehen, und auch einem Verbrecher, dem begegnet er mit Respekt, aber er hat kein Gefühl für ihn, sondern er trennt das ab, so als Sache. Und da sagte sie, nein, die Philosophin, das ist eben nicht richtig. Man muss Wut auf die Person haben, weil dadurch respektiere ich sie als Menschen. Und das wäre diesen Respekt müsste man jedem entgegenbringen, egal was er getan hat. Und deshalb ist das wütend auf jemand sein noch ein Zeichen, ich respektiere sich als Menschen und nicht als Sache, weil auf eine Sache kann ich nicht wütend sein. Ja. Und das sagte ich jetzt, weil du etwas gesagt hast und ich sinnvoll fand, das zu erwähnen, aber jetzt habe ich vergessen, was ich glaube, du es ging darum, dass dieses dann halt gestritten wird. Ach so, ja, und dieses, das ist meine Meinung, könnte dann auch hingehen zu sagen, ich respektiere dich nicht mehr als Menschen, ich setze mich damit nicht auseinander, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung. Und der Respekt, den ich jemanden als Meinung, ich respektiere deine Meinung, kann so gedacht sein, du bist mir ziemlich egal. Und das, was du mir sagst, ist egal, und du bist nur eine Sache. Mhm. Und die steht da, jeder hat seine Meinung, ist völlig egal. Ich setze mich damit nicht auseinander. Ja. Ich zwinge dich nicht zur Auseinandersetzung. Also im Kern, also wahrscheinlich, wie es halt immer so ist, so die Erklärung ist wahrscheinlich irgendwie komplizierter, aber grob würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil, wobei, muss halt, also es ist vielleicht noch, man müsste vielleicht noch differenzieren, wenn man jetzt so, naja, das wäre dann halt vielleicht so eine, wie sagt man, deontologische Ethik. Wenn es geht nicht um Handeln, es geht um die Motive, die man hat. Ne? Das Handeln kann gleich um. Gut ist der Wille zum Guten, egal was rauskommt. Genau, genau. Und den könnte man vielleicht noch unterscheiden. Es kann ja auch gestritten werden, auch wenn ich die Meinung des anderen gar nicht respektiere, sondern einfach nur möchte, dass er einfach meine Meinung hat. Also es ist mir scheißegal, was er hat. Er soll einfach nur. Trotzdem respektierst du ihn dann zumindest als Menschen. Vielleicht als ein, vielleicht nicht auf deiner hierarchischen Ebene, aber du machst ihn ja nicht zu einer Sache. Du würdest ja nicht, ich schon, mit dem Kühlschrank streiten. Also ich streite mich sehr oft mit Technik, aber in der Regel streiten sich Leute nicht mit Technik. Und wenn du dich mit jemandem streitest, dann personifizierst du ihn ja schon so. Also müssen wir da nochmal aufklamüsern, wenn wir mehr Zeit haben. Ja, aber da können wir jetzt vielleicht einen Bogen schlagen. Wir haben ja angefangen mit der Frage, bei Dürkheim, wenn Leute irgendwie mit Toten reden und so weiter, ob das denn im Bereich des Sozialen wäre, weil ob da eine Wechselwirkung vorliegt. Und ich würde Simmel. Was habe ich gesagt? Dürkheim. Ja, es war Simmel. Dürkheim war ja Simmel. Aber die hatten viel miteinander zu tun. Das ist auch eine, kann man ein bisschen, ja. Irgendwann will ich dann mal ein bisschen Gossip erzählen zwischen den beiden, was da abging. Aber denn aus meiner Perspektive
reicht es auch im systemtheoretischen Sinne, wenn im Prinzip eins dieser System, also dieser psychischen Systeme vorhanden ist, weil wenn ich jetzt nach draußen gehe und wir haben ja das Beispiel mit draußen ist es kalt, ist halt eine Information, ist es ja möglich. Also es reicht ja, eine Kommunikation, dass irgendwie die Kommunikation startet. Also die Kommunikation startet, wenn als Problemlösung, wenn sich diese beiden psychischen Systeme gegenüberstehen und dann irgendwie halt ein, also es, das Verhältnis entwickelt sich dann halt, so ein kommunikatives Verhältnis. Es reicht ja, wenn ich dann als psychisches System auftrete und ich dem anderen unterstelle, es wäre ebenso eins, denn dann kann ich verstehen, dass diese Information ist kalt draußen, dass das ist, weil das Wetter als Teil der beseelten Natur vielleicht sauer ist oder frustriert ist oder irgendwie sowas. Und den kann ich daran anschließen. In der Antike? Beziehungsweise den Wettergott? Ja, also in schamanistischen Traditionen, wo dann auch Bäume und Steine beseelt sein können, dann kann sich Kommunikation auch mit denen finden. Was aber auch nicht, und das ist glaube ich interessant, was auch nicht davon abhängt, ob ich das jetzt persönlich mache, sondern das muss eine soziale Realität sein. Es muss ein Glauben, also es muss irgendein System angezapft werden. Also ich spreche mal nicht systemtheoretischen Worten. Es müssen Deutungsmuster vorhanden sein, die du anzapfen kannst. Zum Beispiel religiöse. Genau. Da könnte man ja sagen, das Glaubenssystem ruht über allem. Weil du glaubst ja entweder, dass du nur mit Menschen kommunizieren kannst, oder du glaubst, dass du mit allem kommunizieren kannst. Du glaubst, dass du auch mit Geistern kommunizieren kannst. Das ist dann so eine subjektivistische Wende, denn halt, dass man also es verlagert, dass wir ins Innere das glauben. Man könnte auch einfach sagen, halt, es hängt davon ab, wie die soziale Realität, welche Identitäten in dieser sozialen Realität existieren. Ja, dann brauche ich nicht mehr so diesen Rückgriff zu nehmen, sondern aber die sind ja vorgeschrieben von den Deutungsmustern. Die kannst du dir fast. Da kommen wir aber in den Strukturalismus, weil da wieder untersucht wird, welche, oder in die Totalität, wie die kritische Theorie das sagt, das, was wir überhaupt für Identitäten oder für überhaupt als Möglichkeit sehen in der Welt, das ist schon durch die Totalität und durch die Struktur, in die wir reingeboren werden, determiniert. Ja. Aber da, also man, du hast gesagt, wir können den Bogen schlagen, aber du findest, also in der Soziologie findet man keinen Abschluss. Also du kommst immer wieder in eine Theorie, die es dann weiterspinnen wird. Ja, das ist ja auch gerade, weil es kein Abschluss ist, kann man auch immer wieder zum Anfang zurückkommen. Und wieder neu. Wenn man so will, eine systemtheoretische Formulierung, dann wird ein neuer Bedeutungshorizont aufgespannt, aus dem dann etwas selektiert wird, während alles andere wird mitgetragen als eben die Negativseite der Entscheidung. Aber lass uns dann mal hier zum Ende kommen. Ja. Aber wir könnten ja Folgendes machen. Wir könnten doch, wir gehen ja jetzt immer zum Seminar einmal die Woche, eine Zeit lang. Mhm. Wir könnten das ja immer so machen, Viertelstunde, 20 Minuten danach quatschen hier. Ja. Und das online stellen, immer mittwochs oder irgendwie so, dass das nicht mit unserem Stammtisch korreliert. Das ist ja auch gar kein Stammtisch. In dem Fall ist es kein Stammtisch, aber ich baue keine neue Webseite auf. Ja. Das kommt dann, läuft mit unserem Stammtisch. Ich habe Leserpost bekommen. Okay. Also wir kriegen immer mal Rückmeldungen, aber manche sind halt besonders interessant. Damit, wenn du jetzt sagst, welche Rückmeldung du gekriegt hast, dann ist das eine offene Beleidigung allen anderen, die du nicht gegenüber. Gerade bei Kusanowski sehr viele, sehr hochwertige Rückmeldungen kamen, auch im Blog und so. Und ja, habe ich gelesen. Und da müssen wir irgendwann nochmal, oder du mit Herrn Kusanowski nochmal, die reflektieren. Nee, einfach, ich finde es immer schön, wenn so angehende Studenten und so, und da hat wieder einer geschrieben auf Facebook Soziale Arbeit und findet das sehr interessant. Und das wundert mich immer, weil wir ja doch kein Lehrstück bilden. Ja. Wir keine Fakten, Informationen. So. Ich wundere mich auch immer jedes Mal wieder, wenn uns irgendjemand interessant findet. Nee, das wäre interessant, das kann ich schon, ich würde es mir auch anhören, aber dass Schüler oder angehende Studenten uns interessant finden, finde ich interessant, dass die mit unserem Was ist Soziologie zum Beispiel, hat er gesagt, das hat ihm weitergeholfen beim Verständnis, was Soziologie ist in seinem Studium,
wo wir gar keine Lösung hatten. Das ist ja gerade der Witz, auch so ein Ding, das ist auch so ein Ding. Wir haben ja gar nicht feststellen können, was es ist. Ja, aber das ist auch so ein Ding. Im Prinzip von der Sache her verstoßen wir mit diesen auch gegen die Regeln des Podcastens, aber auch gegen die Regeln halt, wie also traditionell wird ja gerade Audiosendung, ist ja das Radio der Bereich, wie da das gedacht wird, ist das Publikum. Aber es zeigt auch, dass obwohl es keine Vorstellung, also keine Informationen über das Publikum gibt, es gibt eine Vorstellung, wie das Publikum denn so wäre. Und es ist auch völlig egal, wie das Publikum eigentlich ist, es wird an die Vorstellung angeschlossen. Ja, und nur deswegen kann das, dass wir jetzt einfach halt mit Formen brechen und so weiter, kann das erfolgreich sein, weil eben das Publikum gar nicht so ist wie die Vorstellung. Aber das Publikum ist auch gar nicht entscheidend dafür. Ja, aber der Witz ist ja, in dem Moment, wir ignorieren ja einfach unser Publikum. Ja, gut. Aber in dem Moment, wo wir wüssten, wie es ist, durch eine Umfrage oder so, und wir uns vielleicht darauf einstellen würden, würden wir so ein Mainstream-Konzept wieder machen, das so nahe sich dem Radioformat annähern würde, dass es wieder in den Radioangeboten so untergeht, dass das Publikum gar keinen Bedarf mehr hat, auf uns zurückzugreifen, weil es das in viel besserer Form professioneller im Radio findet. Ja, es gab ja auch mal die Vergleiche, ja, der Soziopod, der macht es halt so und so und so und so. Ja, aber der macht es nochmal anders, weil die sehr lange, das durch die Zeit, Zeit. Aber worauf ich hinaus wollte, war, die Frage ist ja, das ist schon klar, Anna, dass die das dann halt immer auf eine gewisse Art und Weise machen, das Radio macht es auf eine gewisse Art und Weise, bloß die das halt mögen, naja, die sind halt beim Soziopod, die sind jetzt halt kein Bashing auf Soziopod. Ich bashe ja gar nicht, ne? Bloß die haben halt ihr Publikum halt, ihr Publikum ist halt das, was sie haben. Und die haben ein paar tausend mehr als wir. Ja, aber warum sollten, aber wenn wir das genauso machen wie der Soziopod, wo ist denn die Motivation denn bei uns zu kommen? Ja, die wäre dadurch, dass der Soziopod durch seinen Anspruch, den er hat und durch dieses Format nur noch ganz selten senden kann, weil zu viel Vorbereitungszeit braucht. Und deshalb kommt ja so wenig vor, also 3-4 Folgen pro Jahr, dass die lechzen nach einer Alternative. Und da wurde ich tatsächlich schon gefragt, könnt ihr nicht mal sowas wie ein Soziopod machen? Und da habe ich gesagt, okay, sozusagen, oh, die erste Wahl kommt nicht mehr vor. Ihr seid doch so ähnlich, könnt ihr nicht sozusagen als B-Version, so wie, kennst du diese Asylum? Filme, die immer so, dass sie schlecht nochmal machen, was so Blockbuster war. Teilweise sind die Asylum-Filme sogar besser als das Original. Ah, okay, also, aber wenn die einen schlechten Blockbuster nochmal neu machen, der ist immerhin dann witzig. Dann lass uns doch mal sowas machen auf die haben ja 30 Folgen, 35 Folgen oder so. Wir gehen jede Folge nochmal in schlecht durch. In B-Version. Mit ganz schlechten Gästen. So. Ganz schlechten Gästen. Schreib mal die Leute ein, wir bräuchten einen schlechten Gast, der keine Ahnung hat. Hattest du nicht Zeit? Semesterstudenten, die noch von nichts eine Ahnung haben. So, die nehmen wir als Experten dann rein. Und die müssen. Wir könnten so tun, als wären sie Experten. Wir können Leute nehmen, die denn sich für Experten halten. Wir können zum Beispiel eine Folge zu Statistiken irgendwie machen und den Sarrazin reinholen. Ja, genau. Und dann, da können wir mal drüber legen, aber wir sind schon voll über der Zeit, immer eine halbe Stunde. So, ich muss jetzt auf Arbeit und du? Ich muss in die Stadt. Ich habe ein Internetkabel zu kaufen. Ein Internetkabel zu kaufen, ja, das ist wichtig. Denn mein Internet, das muss ich wieder an die Leine legen. Ja, das ist ohne Internet. Das ist jetzt ohne Internet aufgenommen, sondern quasi spontan. Mal sehen, wie das ankommt. Tschüss, oder? Ja, tschüss. Der Kaffee hier. Ich bin total gescheitert am Kaffee. Ich hab die Kaffeemaschine angemacht. Und das ist hier rausgekommen? Nein, und dann bin ich weg. Und dann sagt die, schauen Sie mal da hinten, sagt die Kassiererin. Und dann war da so eine Pfütze. Ich bin an der Technik gescheitert. Und weil du immer sagst, der technische Impresario. Ich bin einmal an unserer Aufnahme gescheitert, an der Technik letztes Mal, 3 Stunden umsonst aufgenommen, dann hier am Kaffeeautomaten, habe ich gesagt, ich nehme Tee. War natürlich voll der Buller, weil ich habe den Tee nur genommen, weil es die einfache Version war. Ja, aber nur dazu, technischer Impresario bezeichne ich dann wieder eine Rolle und nicht deine Fähigkeiten. Also ich muss Diego ist ja nicht mehr da. Der ist ja weg. Der hätte aber das geschafft mit der Kaffeemaschine. Als Techniksoziologe, seitdem er weg ist. Der war nur, du hast ja gesagt, sein Doktortitel und seine Anwesenheit, der hat ja nicht viel gesagt, aber seine Anwesenheit
Hat schon gereicht. Hat dem einen Klasse verliehen. Ja, und dann hat er ab und zu was gesagt und man hat gesagt, der Meister hat gesprochen. Meistens war es ja, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Und allein die Anwesenheit hat uns Format gegeben. Mhm. Seitdem er weg ist, klappt scheinbar auch nicht mehr mit der Technik. Ne? Okay. Schönen Tag noch. Ne? Ja.